So, alle tot? Alle tot. So, Monolith 3, yay! Einmal Cadmium, zack. So. Wo sind denn hier die Dinger? Hier haben wir noch eine Reliktkonsole. Aktivieren wir einfach mal. Ich glaube, das war nicht so toll. Und eins haben wir da. Und eins haben wir da. Und eins natürlich da. So, okay. Schon wieder Escape, um den Scanner zu beenden. Schlau. Keine weiteren sollen die sich erheben? Das finde ich aber schade. Wollten sie einem einfach nur mal zeigen, hey, ihr müsst gar nicht die Reliktkonsole verwenden, wir verarschen euch voll. Und eins war jetzt noch da oben, ne? Nein? Wo war die andere? Da. So. Reicht das von der Reichweite her? Nein, natürlich nicht. Wow, shit. Ah, ja, so war das auch gewollt. Definitiv. Habe ich so gesehen. Dass das so gewollt war. Benutzt mal diese Reliktkonsole. Ja, nö. Es geht bestimmt auch anders. Ja, sieht gut aus. Und jetzt sieh nochmal. What? Wo? What? Oh, komm. Du sollst hier nach dahin. Ja, so macht das jetzt auch endlich Sinn. Wurde ja auch mal Zeit. So, wo ist hier das gute Stück? Da. So, noch ein letztes Mal Sudoku spielen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Nein, müssen wir nicht. Hervorragend. Gut. Gewölbezugang suchen, der ist da? Genau. Ja, dann müssen wir doch damals erstes hin, bevor wir jetzt hier irgendwie was anderes suchen. Und dann mal gucken. Mal gucken, was wir dann in diesem tollen Gewölbe da erleben dürfen. Schlimmer als schlimm wird es schon nicht werden. So, wir müssen... Ja. Hier mal nach links. Wir hoffen, dass wir hier zu einem Gewölbe gelangen können. Das sieht eigentlich ganz gut aus da. Hui! Ist mir diese Plattform aber auch nie vorher auffallen, ne? So. Rein da, rein da! Was, wo ist da rein? Wenn du dich selbst auffallen willst und es dann einfach nur nicht tust, weil du genau weißt, das tut weh. Ja, 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 ja. Okay.
Laden zum Laufen. Sagst du so einfach? Du musst ja nichts tun, du hast ja Sam. Ist der Einzige, der seinen Job macht. Sam. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Hier muss ein Trick dabei sein. Versuchen wir es. Diese Unterstützung wird eine Hilfe sein. Wie soll ich das verstehen? Immer die, die nicht aktiv ist, oder was? Okay. Wenn ich eins anschalte, hat das dann halt einen Effekt auf eventuell irgendwas anderes. Die Mitte hier, macht die Mitte und links und rechts? Tatsächlich, okay. Machen wir hier weg. Es war verkehrt. Das wollte ich so nicht. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Also ich würde jetzt links und rechts ausschalten und in der Mitte anschalten. Das wäre wahrscheinlich von Anfang an sau einfach gewesen. Und ich habe es einfach noch nicht hingekriegt. Warum? Weil ich scheiße bin. Na, jetzt haben wir es. Okay. Also die Dinger machen immer links und rechts von sich auch die dann aktiv. Oder halt inaktiv, je nachdem. Diese Konsole aktiviert das Gewölbe, Pathfinder. Sie müssen zunächst den Reaktor starten und das Reinigungsfeld initialisieren. Ist ja was Neues, Mensch, das hätten wir noch nie. Danke, Sam, für den dezenten Hinweis. Das reichte nicht bis dahin. Okay. So, schöner Pilz. Er leuchtet rot. Nicht alles, was rot ist, ist schön, Mammut. Ich weiß. Das eine macht die Deckung hoch, das andere macht die Schilde hier weg, ja? Ich habe überhitzt. Guten Deutsch. Okay. Guten Tag. Macht schon Spaß, oder? Das Unbekannte. Naja. Schon irgendwie. Halt doch mal an hier. Okay. Verdammt. Ich will immer noch nachladen bei der Waffe, ne? So schlimm. Ey, ich bin so eine Sturmtruppe. Was ist das für ein Riesengewölbe? Sieht ja irgendwie teilweise so aus, als könnte man da überall hin. Aber ich wüsste nicht wie. Okay. Ich glaube, ich weiß wie. Ah! Das war ein bisschen knapp. Oh, nur ein bisschen. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Benutzen! Ob das jetzt so toll ist, ist so eine andere Geschichte. Da. Hi. Kampfbereit machen. Es läuft doch nicht weg.
Ich will doch nur spielen. Mit dir. So. Was haben wir hier? Ah, okay, das aktiviert die Brücke. Das bringt uns einen Schritt weiter. Aber warum haben wir hier so einen Riesenbereich, der im Endeffekt nicht wichtig ist? Da gibt es meistens einen Hintergedanken der Entwickler. Da. Maul. Ich bekämpfe Maschinen mit meiner Faust. Klappt irgendwie. Nein, Mamo, das ist dein Universalwerkzeug. Ja. Nimm mir die Illusion. Nimm sie mir und tritt drauf rum. Ist doch okay. So. Was haben wir hier? Hilft auch nicht von dem Koloss. Aua, das tut voll weh. Alter, jetzt ist gut, ne? Kacke. Das war aber nur ein bisschen knapp. Und sagen, wir schießen hier von oben auf mich. Lass das mal. Kann so nicht regenerieren. Ihr macht das schon irgendwie, ja? Ich glaube, das war keine gute Idee. Das wäre auch was Neues, wenn das eine gute Idee gewesen wäre. Ist ja gut. Mach mal den Maul auf. Ich wundert eigentlich so ein bisschen, warum sein Schild sich nicht regeneriert. Es war das doch immer so, dass sich die Schilde von Gegnern regeneriert haben. Oder irre ich mich da? Warum kann man die Geschütze abschießen? Damit das Ding weniger gefährlich ist, Mammut. Ja, aber. Wieso merke ich das denn jetzt erst? Weil du vorher die einfach nur zermetzelt hast. Was vorher overpowered mit deiner Waffe. Das kann natürlich sein. Nicht gut. Was haben wir da? Einmal die Tür aufmachen, bitte. Was auch immer das genau macht. Was ist das? Sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Boah, da hat jemand aufgepasst. Warte mal. Aha, das aktiviert jetzt irgendwo was. Frage mich nicht wo. Da hinten ist auch noch eine Tür. Aber da komme ich gar nicht durch. Was ist das? Da muss ich jetzt... Oh, Halleluja.
Ich darf wieder Sudoku spielen, schalalalala.